Sekunden auf der Shotclock ab jetzt. Stark. Ganz so. Obiezzi, Usvok Sirene. Bank. Obiezzi vorbei an Ward. Sehr schöne Bewegung. Wo ein direkter Vergleich hindreht. Obiezzi über Magupe. Oh, ja. Über 30 Minuten auf dem Parkett. Obiezzi. Samara nochmal raus. Obiezzi. Auch der passt. Yoshi Obiezzi. Obiezzi zum Korb, aber wie? Obiezzi mit dem Dreier und der Pass. Yoshi Obiezzi. Nochmal gegen Lukas Loten. Obiezzi. So geht's auf. Obiezzi. Schöne Bewegung zum. Malo ist 17. Za Frankfurt. Obiezzi, Lepo, odličan prodor. Ja, aber wenn da ein Konaté nicht bei ist bei den Gästen, dann brauchst du auf der Position eigentlich auch ein bisschen mehr. Und das ist klassisch den Stempel ab. Schlechteste Offensivmannschaft der Liga. Sie werfen besser und sie spielen schneller, sind sehr erfolgreich aus dem Break. Und das ist eben genau das, was die Münchner da... Okay, der war... Also trotz der Ballverluste, der ist hier mental absolut im Spiel und das gefällt mir und der hält. Nochmal Obiezzi, nochmal für drei. Wir sind noch angewiesen im Moment auf Einzelaktionen, Obiezzi. Obiezzi. Dass sie nicht zu sehr diesen Ausgleich erzwingen wollen. Jetzt haben sie ihn. Und Obiezzi, auf der Switch in der Heidelberger Defensive. Gutes Closeout, aber wer trifft das? Obiezzi auf Bank. Saison spielt und spielen wird. Und dann ist Frazier ganz frei. Und den macht er, Jay. Den Abstieg zu vermeiden. Er wirft im Schnitt so um die 16, 16,5 Punkte pro Spiel. Jetzt ist er bei 8 und wird so jetzt.